Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zum großen Preis von Australien. Jawohl, wir starten auf Platz 9. Wir wollen in den Punkten bleiben. Wir wissen aber, wie sauschwer das werden kann. Australien hat viele Punkte, wo man überholen kann, anders als Bahrain. Jetzt schauen wir mal, ob wir es wieder so gut verteidigen können oder ob es uns dieses Mal aus den Punkten fahren. Ich glaube, Kicksauber ist richtig gut unterwegs. Die haben zwei Leute in den Punkten. Yuki startet, glaube ich, von 13 oder 14. Müssen wir mal schauen. Vielleicht gibt es wieder eine Strafversetzung von vorne. Das Beste hoffen, würde ich mal sagen. Genau. Willkommen zurück in Melbourne. Willkommen zurück zum großen Preis von Australien. Wir melden uns vom Albert Park Circuit. Insgesamt 5,28 Kilometer auf einer Straße mit holpriger Oberfläche und einigen Bodenwellen. Um den See führen 14 Kurven und die besten Überholmöglichkeiten bieten sich in Kurve 1 und 3. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und Oscar Piastri macht die erste Reihe komplett. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Leclerc, Perez, Hamilton, Joe, Fernando Alonso, Albon, Ricciardo, Bottas, Russell, Norris, Tsunoda, Stroll, Sainz, Sargent, Ocon, Gasly, Hülkenberg und Kevin Magnussen belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Bei mir ist heute ein absoluter Experte mit messerscharfen Kommentaren, Stefan Römer. Hallo. Über Max Verstappen gibt es ja wirklich viel zu sagen. Wir sehen ihn gerade hier im Bild. Sprechen wir mal über ihn. Stefan, wir als Profis geben natürlich nichts auf Gerüchte, außer manchmal. Und in diesem Fall hat es sich ausgezahlt, den Gerüchten zu glauben, denn sie haben sich bestätigt. Die Gerüchte scheinen wahr zu sein, Sascha. Das Gute ist, dass vielleicht schon ein Vertrag unterschrieben wurde oder man Gespräche mit einem Team geführt hat, das die eigene Karriere vorantreiben will. Das ist alles schön und gut, aber dadurch verschweigt das eigene Team möglicherweise Insider-Informationen. Dann weiß man nicht mehr, wie sich das Auto in Zukunft entwickeln wird. Right, mate, I know it's your home Grand Prix, but I want you to treat it like any other race. Let's not make any unnecessary risks, please. Also drei Stopp braucht man definitiv nicht. Ich weiß, dass ich mit den anderen Reifen gut fahren kann. Ich wollte es gerade sagen. Ich weiß, dass ich mit denen gut fahren kann. Ich weiß gerade nur nicht, ob es reicht, dass wir sagen, wir starten auf Medium. Lass mich kurz anschauen. Den können wir mal Rennabschnitt entfernen. Boah. Auf hart starten. Nee. Was ich nicht ganz verstehe, ist, dass der so schnell abbaut. Soft, Medium, ihr seht selber. Warum hier der Soft? Warum ist da die Kurve für den Softreifen so anders?
Hard, Medium. Und hinten raus mit. Wie gesagt, 5 Runden waren 22, waren, nee, 5 Runden waren, was waren das, 18%, 22%. Da kommt die Einführungsrunde noch dazu. Let's go for it. Aber was war das hier? Hier hatten wir Ding, gell? Warte mal kurz. 2016. Das ist halt schon auffällig, dass es so schnell ist, aber es ist ja völlig wurscht, wir können wechseln, wie wir es wollen. Wir starten auf Medium. Und anscheinend haben wir da den generellen Nerv auch der anderen getroffen. Okay, so everything looks good on the power unit cycles, so let's concentrate on bringing tires and brakes up to temperature. Albon vor uns, Bottas hinter uns. Albon ist schlagbar. Alonso nicht unbedingt. Da ist die Frage, wie Joe vor ihm fährt. Aber es sind halt auch noch ungefähr, keine Ahnung, 6 Autos oder so hinter uns, die deutlich stärker sind als wir. Norris, Russell, Sainz ist hinter uns. Stroll ist hinter uns. Es sind schon mal 4 große Namen, die hinter uns herfahren. Vor allem alle, die das letzte Mal vor uns ins Ziel kamen, bis auf Russell. Das heißt, wenn wir da vorne auf 7, 6 gestartet wären, wäre wahrscheinlich einiges mehr möglich gewesen als hier, wie es jetzt gerade der Fall ist. Es ist kritisch. Es ist ganz, ganz kritisch. Dieses Rennen. Oder diese Startposition ist kritisch, weil wir so nah dran sind an. Wir fahren nur im Mittelfeld rum und dann hinten raus wir fahren vorne raus, wir fahren um viele Punkte, weil viele Autos vor uns sind, die wir schlagen könnten und einige hinter uns dann doch stehen, so wie Russell und Norris, die sich bekriegen könnten, wenn es zu lang dauert, dann können wir da gut wegfahren. Andererseits muss ich halt auch sagen, das Problem ist, dass vor uns halt oder dass hinter uns Autos sind, wenn wir vor nicht nach vorne kommen, die uns hinten raus abziehen können und zwar problemlos einfach abziehen können. That's going to give you the edge if you can get a good launch as the race starts. Keep an eye on the lights, the start sequence. Boah, Albon schickt uns weit. Wundert mich, dass sie dann nicht sagen, dass sie in Position zurückgehen müssen. Aber im Endeffekt, Albon war derjenige, der uns hier aufs Gras schickt. Bottas mit dem krassen Start, da hatte ich schon Angst, dass er direkt an uns vorbei rauscht. Aber gut, Perez vor uns, Hamilton und ja, Alonso sowieso krass gestartet. Gut, dreckige Reifen ist natürlich jetzt nicht unbedingt meins. Nicht unbedingt das Geilste zu fahren. Und Albon ist so nah hinten dran, dass er praktisch schon unseren Sitz riechen kann. Also wenn wir furzen, Albon riecht es zuerst. So, da kommen wir gut raus. Sehr schön gemacht. Norris, glaube ich, schon 10. Da.
Es wäre super wichtig, dass wir hier dranbleiben. Mit DRS. Nee, das wird nichts mit DRS. Okay, DRS will be enabled this lap. You can use it when you're within one second of the car ahead and in the DRS zone. Schlecht für uns. So, Albon direkt hinter uns. Kann er denn sein? 0,3 reichen hier nicht zum Überholen für ihn. Perez verliert aber auch ein bisschen auf Hamilton. Weiß nicht, was mit Perez los ist. Oh, lila erster Sektor von Ricciardo. Wow. Das ist natürlich jetzt gut für uns, dass wir DRS vom Sergio bekommen. Das heißt nämlich, dass Albon nicht so nah ranfliegen kann und auch nicht so schnell ranfliegen kann, wie es vielleicht gerne würde. Danke, Sergio. Red Bull hilft Red Bull hier. Entschuldigung, Red Bull hilft Racing Bull hier. Da unten 12%, wie berechnet. Das ist ein bisschen besser als berechnet, glaube ich. So, Alba 0,8 hinter uns, Perez 0,7 vor uns. Beim Kurvenausgang gerade, jetzt ändert sich das gerade wieder ein bisschen. Mal schauen, wie wir rankommen. An den Red Bull. Jawohl. Und Alba erstmal aus diesem DRS-Fenster rausgekickelt. Jawohl, diesmal kriegen wir sie voll die Kurve. Aber wir kriegen Albon nicht aus dem DRS-Fenster raus. Danny Ricciardo, schnellste Runde. Das ist krass. Stand jetzt ein extra Punkt, das heißt, im Moment würden wir 7 Punkte bekommen. Baut ab. Stimmt, jetzt würde ich sagen, Runde 8 kommen wir rein. Oh ja, wir sind Albon losgeworden. Hammer geil. Jetzt einfach an diesem Ding dranbleiben. An diesem Zug. Wäre das absolut Beste, was uns jetzt passieren kann. Sag mir jetzt bitte bloß nicht, ich soll an Perez vorbeifahren. Das würde ich für einen großen Fehler halten. Aber ja, oh, Joe ist vorbei an Albon. Das heißt, Joe wird jetzt wegfliegen bei Albon. Und dahinter ist schon Lando Norris. Das ist natürlich kritisch. Aber ja, im Moment müssen wir nur Reifen wechseln. Mehr müssen wir gar nicht machen im Moment. So, Perez. Verliert Zeit. 0,3. Boah, sind das 6 Autos von uns? Ja, das sind die ersten 6. Wow. Boah, bitte fragt mich nicht, wie wir das schaffen, dass wir da dran geblieben sind gerade. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß nur, dass wir anfangen, ordentlich zu rutschen.
mit links vorne. Aber ich will euch eigentlich auch gar nicht näher hin. Mir passt es gerade so, wie es ist, mit den 1,5 Sekunden nach hinten. Näher ran würde heißen, wir müssten versuchen, an einzelnen Fahrern vorbeizufahren, was uns einen Haufen Zeit kosten würde. Wenn wir so hier vielleicht mit einem Undercut mehr erreichen könnten. Schauen, dass er auch nicht in die Nähe unseres DRS-Fensters kommt. Wenn es das gelingt, wäre schon sehr nice. So. Okay, Danny, it's Perez ahead of you. We can't let them hold us up for too long, so let's try and get past as soon as possible and crack on. Push, push. Ja, hallo. Witzbold. Das ist eigentlich genau das, was ich verhindern will. Dass wir da in diesen Kampf mit reingezogen werden. Weil, wenn die frei fahren würden, würden wir da nicht mal ansatzweise mithalten können. So, die blockieren sich aber gegenseitig so krass. Was wir probieren könnten, ist ein Boxenstopp nächste Runde. Zu sagen, wir versuchen ganz nah ranzufahren. Okay, we're boxing this lap. Give us the best in lap you can. Mit Vergnügen. Duellieren sich bis auf den letzten Knochen. Joe ist 2 Sekunden weg von uns. Das ist richtig gut. So, Albon wieder vorbei an Joe. Die 6 da vorne duellieren sich bis auf den letzten Knochen. Piastri im Moment Dritter der Australier. Ich will es mir von Herzen gönnen. Verstappen führt das Rennen an, Alonso Vierter. Das heißt, Leclerc müsste Zweiter sein. Das ist jetzt genau das, was ich nutzen möchte eben. Das Auto noch ein bisschen verstellt. So, jetzt sehen wir hier, wie der Rest an uns vorbeifliegt. Wo kommen wir raus? Haben die anderen sich jetzt die Zeit vielleicht selbst... Nein! Oh, da kommen wir aber... Oh, wir kommen aber nah an Sainz ran. Ist das Sainz? Nee, ist das Glück, ja. Wir sind an Alonso vorbei. Was? Das ist ja völlig wild. Warte mal, ist das sofort Verstappen? Entschuldigung. Wir sind einfach irgendwie voll in der Mitte dieser Gruppe wieder rausgekommen. Da werde ich der Letzte sein, der sich beschwert. Passieren lassen. Bringt nichts gegen Alonso zu kämpfen. Aber Albon darf nicht vorbei. Der war 2 Sekunden hinter uns. Weiß gar nicht, wo der auf einmal herkommt. Oder war der noch nicht? Und der muss doch schon in der Box gewesen sein. Wo kommt auf einmal
Albon hier. Okay, Yuki is coming in for his stop now. Norris auch direkt dahinter. Norris muss auch vorbeilassen. Perez kommt da gerade aus der Box raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist fatal. Da kracht's ordentlich hinter uns, um Himmels Willen. Das Safety Car kann bei Zwischenfällen eingesetzt werden. Sobald das Safety Car auf der Strecke ist, ist das Überholen verboten und du musst deine Rundenzeit über einem Minimum halten, um hinter ihm eine sichere Reihe zu bilden. Fahre nicht zu schnell, um im positiven Bereich zu bleiben. Sobald sich die Reihe gebildet hat, kehrt das Safety Car wieder in die Box zurück. Denk daran, dass das Überholen verboten ist, bis die grünen Flaggen an der ersten Safety-Car-Linie zu sehen sind. Ist der Zwischenfall weniger gravierend, kann auch das virtuelle Safety-Car eingesetzt werden. In der VSC-Phase muss man sich nicht einreihen, sondern lediglich über einer bestimmten Delta-Zeit bleiben und die Regeln der gelben Flagge befolgen, bis die Phase zu Ende ist. Okay, caution, caution. Virtual safety car is out. Reduce speed and maintain a positive delta on your dash. Caution, the virtual safety car is... Ich wollte nicht nachschauen, was jetzt Sache ist, weil das hat hinter uns schon ordentlich gekracht gerade. Aber das war auch zu knapp. Hier kamen 3-4 Autos. Wir bleiben außen und es ist halt wieder Albon, der da, ja, muss ich aber sagen, die KI, das ist das, was mich seit Jahren nervt. Die KI denkt da überhaupt nicht mit. Hier sieht, du kannst mir nicht sagen, dass Albon Joe nicht sieht. Kannst du mir nicht sagen. Pam zieht da voll rein. Zack. Hakt dann da noch richtig ein. Du musst aufpassen, dass er Bottas nicht noch mitnimmt. Joe verletzt die komplette Nase. Das heißt, Joe ist schon mal raus aus diesem Rennen. Der Rest muss jetzt erstmal hinter Joe herfahren. Das heißt, wenn wir Glück haben, könnte man eigentlich als Rennding nehmen. Aber es erwischt auch Albons Nase. Auf der anderen Seite nur komischerweise. Das verstehe ich nicht ganz, aber gut. Bin da ja kein geübter Safety Car oder kein geübter Game Physics Spieler, dass ich verstehen würde, warum Albon links vorne die Nase verliert. Aber ja, natürlich für uns wichtig, weil diese Gruppe eigentlich weit genug weg war von uns. Ich habe keine Ahnung, wie diese Gruppe an uns rangekommen ist. War das diese eine Runde, die sie noch mehr hatten? Nee, die sind mit uns reingekommen. Bis auf Joe. Right, drop your speed. Our delta's too low and we're going to risk a penalty. Slow your pace immediately. Reifen schon ein bisschen ab. Da kamen wir gerade aber sehr nahe an Norris ran. Joe fast eine Sekunde hinter, aber gut, Joe wird den Rest jetzt ordentlich aufhalten. Okay, VSC ending. We're going green. Maintain positive delta until the green flags. Natürlich, grüne Flagge, während wir in der Kurve sind. Jedes Mal werden wir da so heftig beschissen bei diesem Scheiß. Ah. Nicht böse gemeint, das ärgert mich einfach nur. Geraden schneller jetzt, durch das er sich ja umstellen hat lassen, aber in den Kurven müssen wir eher anbremsen. We're catching the car ahead. Well done, but be aware, these tires need to get us to the end of this race. Okay, Danny, we're not using as much fuel as we predicted, which means we've got extra performance in hand, so let's push, push and use it all up. So, Alonso legt sich jetzt mit den zwei McLaren an.
Naja, gerade. Uff. Deswegen meinte ich vorhin, wir müssen schauen, dass wir in den Kurven viel früher bremsen. Weil uns das Auto ordentlich schiebt. Ich muss sagen, trotzdem Platz 8 wäre ich gerade schon sehr zufrieden mit. Spielen, wenn die Kurve nicht fahren sollte. Wenn die so weiterfahren, killen die sich gegenseitig. Finde ich aber nicht schlimm, weil desto mehr die da vorne beschissen miteinander kämpfen, desto näher können wir rankommen. Und vielleicht gelingt uns am Ende doch noch so ein glücklicher Stich irgendwie. In Australien können sie eh nicht beschweren. Einen auf 6, einen auf 8. Okay, mate, that still wasn't quite what we needed, I'm afraid. But look, let's move on. Get your head down and chin up and focus till the end of the race. Hier ich nicht zu weit weg. Also 10 Sekunden sind dazwischen ihm, 7 Sekunden sind dazwischen ihm, 8, 7,5 fast, zwischen ihm und Bottas, das ist viel. Irgendwie schaffen wir es wieder, dass wir noch irgendwie ganz knapp im DRS-Fenster bleiben. Okay, gap ahead, 1,5 seconds. Russell jetzt 10. So, ihr macht euch gerade von jetzt richtig fertig. Bringt uns dieser unnötige Kampf zwischen Alonso und Piastri an dieses Dreierpack ran und schenkt uns wieder DRS, sodass wir von Bottas wegbleiben können. Das ist wahnsinnig gut. You've lost some time to the car behind. Minimal. Annehmbar, nenne ich es mal. Vertretbar. Wichtig ist, dass wir halt im Moment immer noch die schnellste Runde halten. Sicherlich danke auch mit der Hilfe von Sergio Perez. So, und jetzt duellieren sie sich wieder. Irgendwann kommt jetzt dann der Zeitpunkt, wo ich sage, und jetzt gehört einer von euch mir. Bisschen dranbleiben, ihr wollt die kämpfen lassen vorne. Norris schaut zu. Und jetzt sind wir nah genug an Norris dran. Nah genug, dass wir vorbeikommen, Ricardo auf der 7. Nice work, mate. That brings you up a place. Und jetzt hat Norris Teamkollege und Fernando Alonso ihm den Platz gekostet.
Für uns wird es natürlich jetzt heißen, kämpfen bis zum geht nicht mehr. Irgendwie schauen, dass man Norris hinter sich halten kann. Der unfassbar schnelles Auto hat, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Da gibt es auch gar nichts zu diskutieren. Der McLaren ist unfassbar schnell, aber Ricciardo hält dagegen. Und wenn Ricciardo dagegen hält, haben wir eine Chance gegen Lando Norris. Hier müssen wir nur noch zwei Runden irgendwie die Position halten. Eine Runde sogar nur noch, sehe ich gerade. Und dann wäre das ein unfassbar guter Platz für uns. Okay, final lap. Let's go. Final lap. Das wären im Moment 7 Punkte. Dann kannst du es gerne versuchen. Dann bist du eigentlich auf verlorenem Posten. Und dann wäre das ein saugutes Rennen. Zwei Positionen nach vorne ausgebaut. Ziel muss nur sein, Lando jetzt irgendwie hinter uns zu halten. Und Lando ihn nicht in die Mitte links vorbeifahren zu lassen. Das ist jetzt das Wichtige. Jawohl. Ihn nach außen wegdrängen. Das ist wichtig. Ihm nicht zeigen, dass innen offen ist. Und wenn, nur kurz antäuschen und dann so wie die anderen es auch machen, die KI es auch macht, zack, Tür zu und fertig. Dann wäre der Braten gegessen. So, die Australier im Heimrennen aktuell auf 6 und 7, auf 5 und 7. Piastri hat es an Alonso vorbeigeschafft, Wahnsinn. Ehrlich sagen, Red Bull sollte sich überlegen, ob sie uns nicht haben wollen, denn Daniel Ricciardo holt sich in seinem Heimrennen Platz 7. Charles Leclerc, was für ein Rennen, was für ein Sieg, er gewinnt. Nun, am Ende hat sich alles zum Guten gewendet, aber wie wir wissen, war es kein einfacher Start, Sascha. Es war kein leichter Tag, aber ich denke, es zeugt von großer Stärke, wenn man einen solchen Tag übersteht und trotzdem einen Sieg einfährt. Hier kommen unsere Sieger. Ein spannendes Rennen und eine gewaltige Leistung von Ferrari. Die Geschichte des Teams ist bekannt und es ist keine Überraschung für Fans auf der ganzen Welt, dass sie heute hier wieder an der Spitze stehen. Wow, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden. Boah, Leclerc auf der 1, der schnappt sich Verstappen noch, Hamilton 3, Perez 4, Piastri 5, Alonso 6, Ricciardo auf die 7 mit der schnellsten Runde. Norris 8, Bottas 9, Russell 10, Sainz 11, Tsunoda 12, Albon ist noch bis auf 14 zurückgefallen. Es ist aber gut, dass Albon so weit vorne platziert war. Guanyu Zhou, 2 Stopp und zack, bist du letzter. Er hat trotzdem nur 6 Sekunden Unterschied auf Nico Hülkenberg. Das ist krass. Rangliste sieht wie folgt aus. Wir sind 8er. Jawohl! 8 Punkte für Daniel Ricciardo. Und auch da sind wir gut dabei. Es sind 8 Punkte mehr als 3 Teams. 6 Punkte mehr als ein Team. Das ist gut, das ist gut. Wir sind top of the Mittelfeld. Das ist sehr, sehr gut. So. Würde ich sagen, machen wir weiter. Oh, bin ich sehr glücklich. Bin wirklich sehr, sehr glücklich gerade.
Ja, ich glaube 85 oder 86, was ich gesagt habe, sollte drin sein. Das sollte drin sein. Wir müssen nur weiter so gut fahren, das ist alles. So. 73% zu 47. 53 zu 47. Das ist nicht schlecht. Na gut, Sergio Perez haben wir nicht überholt. Das war natürlich bitter, klar. Aber ich muss ehrlich sagen, wie hätten wir den überholen sollen? Das war schon... Okay, das ist ein bisschen komisch, das Ladescreen, aber gut. Mei, natürlich zwei Sachen schlagen fehl, das ist unfassbar. Aber gut, wie gesagt, nächste Folge, Training, geheimes Treffen. Dann schauen wir mal, wer sich so mit uns treffen will bezüglich eines Vertrages. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sagt schon mal vor, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann, Tschüssikowski.